verfolgen. Ich kann es immer noch verfolgen. Wo muss ich jetzt hin? Ist doch immer noch hier. Muss ich ihn nochmal schlagen? Hexer. Arschloch. Komm. Spüren wir mal richtig hier. Ne, Kindergartenkacke. Oh. Na. Oh. Oh, okay, jetzt kommen wir mit Riris um die Ecke. Für einen Gleichstand hätte ich eine Chance zumindest von... warte mal, jetzt muss ich rechnen. 3 zu 6, ne? Und dann hätte er immer noch eine Chance von 2 zu 6, um zu erhöhen. Also um besser zu werden. Ich probier's. Es ist höhere Mathematik. Na, das langt nicht. Drei, vier, fünf, fünf, sechs. Ach, Mann. Das ich brauche mir auf Straße gehen. Außer er macht hier. Oh. Ja, trotzdem bringt ein Trilling mehr, als jetzt hier auf die Straße zu gehen, glaube ich. Wird garantiert wieder reinhauen. Nee? Okay. Die Würfe sind gezinkt bei dem. Hexer. Arschloch. Hatten wir schon. Ich spiele jetzt mit dem um volle. Vollen Einsatz. Irgendwann muss es sich ja mal lohnen. Ich habe ein höheres Paar als der. Ich erhöhe mal leicht. Schauen, was er sagt. Oh, okay. Wäre halt schön, wenn der auch mal vorlegt und dich nachziehen kann. Ist ja doch einfacher, wenn ich schon mal sehe, was der vorlegt. Haha. Philipp Halle. Vielleicht geht er bei 16 noch mit. Quest aktualisiert sich nicht. Ich weiß halt nicht, ob es richtig ist. Hexer. Arschloch. Aber ich denke schon, ich muss so lange würfeln, bis sich die Quest aktualisiert. Okay. Okay, dann machen wir halt mal ordentlich. Wenn ich weiß, dass ich besser bin als er, kann ich ja ordentlich reinhauen. Da können wir das alles ein bisschen beschleunigen hier. Jawohl.
Haha. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Eine Gewinnrunde mache ich jetzt noch. Und dann muss ich halt sehen. Der hat ein paar Einser. Ich habe ein paar Dreier. Komm. Oh, okay. Jawohl. Verloren? Ich hatte einen Dreier-Drilling und was hatte er? Scheiße, ich sehe es nicht. Ein Sechser-Drilling? Okay. Na eben. Ah, nimm das. Wenn ich jetzt einen Fünfer habe, also eine 5 Würfel, bin ich dann über ihm? Weil vier gleiche, also im Poker sind ja vier gleiche Mehrwert als im Full House. Haha, was hat denn er für ein Full House gehabt? Ein Vierer und ein Zweier. Dummling. Dummling. So wird gespielt. Spiele nie mit einem Spieler. Mir fehlt halt noch Odo. Bloß auf der Map wird halt nur der Typ mir angezeigt, glaube ich. Ja. Oh ne, Mikul. Er hat mir gefehlt. Wo ist denn Odo? Odo. Ihn hatte ich doch mit irgendeinem dummen Spruch verärgert und da kam es doch irgendwie gar nicht zum Würfeln, ne? War das nicht so? Ich würde mal zu dem gehen. Der hier die Berge nicht hochkommt, ey, das triggert mich hart. Medieval Dynasty hat jetzt so auch mal wieder ein Update gekriegt, wo ich mir auch dachte, könnte man sich ja auch mal wieder angucken. Fällt mir gerade so ein. Da hatte ich ein Update, also ein Teil des Updates habe ich gelesen. Das war so richtig nice. Das hat mich ja bisher, also damals, wo ich das letzte Mal gespielt habe, hat mich das ja so angekotzt. Dass wenn die Arbeiter keine richtigen Werkzeuge haben, haben die trotzdem immer diese Animationen der Arbeit gemacht. Dadurch wusstest du nie. Also da hattest du immer den Eindruck, ja, da geht's ja voran. Aber jetzt siehst du es halt, als wenn ihnen irgendwas fehlt, dass sie dann rumstehen.
Das finde ich halt richtig nice. Deswegen würde mich das immer wieder reizen. Auch um zu gucken, was du da so alles Neues machen kannst. Händler soll es da jetzt geben und so. Hat der Kronk eigentlich mal wieder weitergespielt? Eigentlich ohne mehr, ne? Er hat es mal eine Zeit lang in Streams gespielt, aber ich wüsste nicht, dass ich das in der letzten Zeit mal jemals bei dem gesehen hätte wieder. Ach hier. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Wollen wir mal was trinken, Kollege? Nehmt an Wetttrinken teil. Gegen den, der hat doch schon vorgeglüht. Der hat schon die Aufwärmrunde hinter sich. Nehmt am Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Links klickt während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Okay. Wir trinken. Wir trinken Kuhmilch. Da ist Kuhmilch. War wohl nicht richtig, was? Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Du bist keine Kuhmilch. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Na gut, jetzt mal Spaß beiseite. Wir trinken mal eridanisches Lagerbier. Basta! Der Basta gesagt. Was willst du sonst trinken? Verstehe. Viel zu trinken habe ich eben nicht dabei. Kann ich das hier irgendwie? Ah, okay. Wollen wir Todesstaub trinken? Leichengift. Wir trinken Leichengift. Er will doch bestimmt irgendwie sowas wie Bier, oder? Daumendingtur. Katwin Gold hätte ich noch. Basta! Hä? Ziegenmilch, damit wir. Soldatenfusel vielleicht, hä? Obwohl, wie ein Soldat sieht er ja nicht aus. Himbeersaft ist kein Alkohol drin, Kuhmilch auch nicht. Metina Rosé, mittlerer Alkoholgehalt. Erlesener Wein mit vollem Bouquet. Okay. Magst du mal das probieren? Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Verstehe. Ich verstehe jetzt zwar die Antwortoption nicht, aber egal. Basta! Ach. Da hätte ich doch fast das. Oder mache ich hier irgendwas falsch? Habt ihr den Geistlichen gesehen? Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen.